So bastelt ihr euch euren Motor für ein Boot. Dazu braucht ihr einmal Spülmittel und so ein Boot. Habe ich jetzt aus Pappe gemacht. Dann nehmt ihr das Boot und tut es in einen Wasserhalt. Und dann das Spülmittel. Nein, muss ich euch noch was zeigen. Also, hier, das ist diese Form. Das ist so Dreieck. Also hinten muss halt so eine Spitze rausgeschnitten werden und vorne muss eine Spitze sein. Sonst ist die ganze Form egal. Also an den Seiten gerade. Jetzt nehmt ihr das Spülmittel und tut es da hinten in diesen Punkt rein. Also in diese Spitzen. Und jetzt, ta-ta-ta, mein Boot fährt. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch oder zeigt das Video euren Freunden und abonniert mich. Danke!